Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Und ich sehe gerade, Kilian ist mit uns schon nach Fuxania City und hat uns genau vor diesem blöden Radweg hier rausgelassen. Ich fasse es nicht. Das wird wieder eine Folge voller Kampf. Und Biker Eduard macht auch gleich den Anfang. Gut, okay, ein Slimer sollte eigentlich... Ja, was war dagegen denn nochmal ganz gut? Steinhagel, oder? Ja, gut, es war immerhin nichts nicht Effektives. So, aber Kampf, oder? Irgendwas war doch... Was war denn nochmal ganz gut? Ich weiß auch gar nicht... Okay, das war nicht sehr effektiv. Ja gut, okay, logisch. Wahrscheinlich werden wir jetzt noch vergiftet. Nee, hey. Boah. Einmal Surfer. Mike erhält 558 Punkte. Und Smogon kommt als nächstes. Aber... Das sollte für uns natürlich auch kein Problem werden. Da hagelt es nur so an Steinen. Ja, okay. Senke ruhig unsere Genauigkeit. Während die Smogon. Aber da haben wir jetzt mal Kampf. Das war auch nicht sehr effektiv. Ach, Mist. Nein! Das ist, wenn man zu schnell klickt. Das gibt's doch gar nicht. Na, immerhin. So, jetzt können wir aber doch nochmal Durchbruch machen. Ja, das war wieder klar. So, jetzt aber. Meine Geduld neigt sich dem Ende. Aha. Na super, geht doch. So, ne, wir müssen erstmal ein anderes Pokémon hier nehmen. Rüsselmops, Jake, Texori. Rüsselmops wird bestimmt ganz gut dagegen sein. Toll. Nein, ich... Ich war zu weit. Eigentlich wollte ich hier noch gar nicht runter. Hä? Ich bin furchtbar gemein und erfolgsüchtig. Boah, wie er aussieht. Glatzkopf-Volker. Menki wird vom Glatzkopf-Volker in den Kampf geschickt. Menki, da hat sich damals... Ich weiß noch, was nehmen wir denn? Psychomeditation? Konfusion. Ich weiß noch damals, da war ich in der Grundschule und da hatte ich eine Freundin. In der Grundschule, also eine Freundin, also keine Freundin, sondern eine normale Freundin. Also befreundete Freundin. Mit der man nicht zusammen ist oder sonst irgendwas macht, weil wir waren in der Grundschule, sondern ganz normal befreundet ist und mal in der Freizeit vielleicht mal was macht. Und, die war im Urlaub in Spanien und meinte dann ernsthaft zu mir, als sie wiederkommt, dass es da Pokémon gibt. Und dass sie da einen Menki gesehen hätte und sowas, was da in Spanien rumgelaufen ist, da an den Bäumen, an den Palmen. Und das habe ich ihr natürlich nicht geglaubt, aber sie hat da so fest drauf beharrt, dass ich es am Ende dann doch geglaubt habe. Ist das doof. Aber, ja, so ist man halt als Kind. Und einmal habe ich einen Kumpel, auch einen Freund damals, in der Grundschule, auch ein bisschen, ja, ich habe gesagt, ich hätte einen Pokémon, ich hätte einen Pikachu. Und das hat er mir natürlich, selbstverständlich hat er mir das nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich zeig's dir. So, und dann haben wir uns nachmittags getroffen, bei uns auf dem Rasen draußen, und ich hatte so ein, es gab ja dieses Spiel, es gab so Spielzeug-Pokebälle, da waren so kleine Pokémon-Figuren drin. Und bei mir war so ein Pikachu in diesem, so eine ganz kleine Pikachu-Figur, also die war echt, die war vielleicht 5 cm hoch oder sowas, also so ganz klein nur. Und dann sind wir draußen gewesen, dann habe ich ihm das so gezeigt und er hat es aber immer noch nicht geglaubt.
dann habe ich das Ding geworfen, dann ist das Ding aufgeplatzt, ist dann aber kaputt gebrochen irgendwie, die Hülle, weil ich das halt... Er ist zwar auf dem Rasen gelandet, aber die Wucht war wohl zu groß. Und das Pikachu ist halt rausgefallen, also es ist auch erschienen, ist aber mehr oder weniger rausgeflogen da, weil die Dinger halt auseinandergebrochen sind. Ja, und das war's dann auch schon. Und dann hatte ich kein Pokéball mehr, mein Freund hat nur gelacht. Und ich war traurig, also das Ganze war ein Riesenreinfall. Seitdem habe ich das auch nicht mehr gemacht, seitdem behalte ich meine Pokébälle bei mir. So, was ist das jetzt hier in Macholo? Mann, Rüsselmops räumt aber ganz schön auf. Aber so gefällt mir das. Ein Bollwerk der Verteidigung. So, okay, du auch noch? Okay, dann haben wir das schon geschafft. Glatzkopf Remigius? Was ist das denn für ein Name? Wo kommt der denn her? Muss doch gleich mal nachgucken eigentlich. Menki. Kennen wir auch schon. Mann, die Attacken gehen ja durch wie ein Messer durch warme Butter. Nein, wir möchten das Pokémon nicht wechseln. Dafür ist es viel zu effektiv. Ich glaube, ich habe das auch schon ganz am Anfang mal erzählt. Aber ich habe damals immer nur, als ich die blaue Edition bekommen habe, das war meine erste Pokémon-Edition. Zum Geburtstag war das, da bin ich 6 oder so geworden. Dann habe ich natürlich gleich den Gameboy geschnappt, den ganz alten, dicken, weißen noch, weil der war da halt neu. Den habe ich damals gekriegt. Ja. Und, ich dachte, da liegt ein Pokéball. Diese Lampen sahen aus wie Pokébälle. Aha. Und, da wusste ich nie, es gab zwar die anderen Pokémon, aber ich dachte, man hat sich ja immer sein Start-Pokémon ausgesucht. Ich habe mir immer Glumanda genommen. Finde ich auch heute noch am besten. Und ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich gedacht, ich bin nicht so drauf gekommen oder ich habe gar nicht, weiß ich nicht, ich hatte gar nicht das Bedürfnis dazu, die anderen Pokémon zu fangen. Ich habe das ganze Spiel dann immer nur mit einem Pokémon durchgespielt. Immer nur mit Glumanda. Beziehungsweise Glutex und später dann Glurak. Aber auch Rocco, die Stein-Pokémon, kann man sich hier auch angucken. Habe ich ja hier auch nur mit Glumanda besiegt. Immer mit Rauchwolke oder Sand oder Sandwirbel, beziehungsweise, die Pokémon, dass das alles daneben geht, die Attacken, und dann immer mit Glut. Und dann Tränke nachschieben, das hat immer geklappt. Und so bin ich durch alle Pokémon, selbst die Wasser-Pokémon, selbst die, in Azuria City, Starmie und sowas, das habe ich immer mit Schaufler gemacht. Und dann immer Trank hinterher und hat wunderbar geklappt. Und so bin ich bis zum Schluss dann immer durchgekommen. Natürlich war mein Glurak dann auch dementsprechend stark dann am Schluss. War da mindestens 398 Level über den anderen Pokémon, aber... Ja, logisch, wenn es nur einmal alleine kämpft. Also, das geht auch, jedenfalls bei den alten Editionen noch. Glatzkopf Lionel. Lionel. Boah, er geht gleich ab. So, war hier oben nicht noch einer? Was willst du, Tröte? Ich zeig dir gleich, welche eine Tröte ist. Glatzkopf Kaspar. Aber ganz ruhig, für jemanden, der Kaspar heißt, hast du ein ganz schön großes Maul. Oh, der Muskelkoloss hier. Ist auch ein Bollwerk, aber ein Angriffsbollwerk, glaube ich. Vergeltung, oh je. Das ist nicht sehr effektiv, dafür zieht es aber ganz schön viel ab. Ja, das hat schon ein paar EPs gebracht.
So, Glatzkopf Kasper. So, und gleich ihm reingefahren. Willst du nach Fuxania City? Nein, will ich nicht. Ich bin hier nur zum Spaß. Das ist doch der Einzige, das ist die, das ist... Naja. Biker Zoltan. Smogmog. Ach, Smogmog. Geh doch wieder zurück in den Ball. Nun, Karl, du kannst doch hier jetzt eh nichts reißen, Mensch. Siehst du doch. Smogon. Ach, wieder Smogmog. Na gut. Du hast es nicht so gewollt, du hast es so gewollt. Dann gibt's halt noch eine volle Breitseite Psychokinese. Was für eine Attacke, oh. So, jetzt lass mich doch gefälligst durch. Er fährt ja von Auto von alleine hier. So, was war da oben rechts? Ach, na klar, hier geht's auch noch lang, aber er war ja schon besiegt. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Na, ich bin gespannt. Christoph. Und solange er sich nicht in die Luft jagt, ist mir das ganz egal. Zack. Rüstungsmops erhält 609. Oh, Level 38. Voltoball, nein, möchten wir nicht. Funkensprung. Also gegen Hypno möchte ich auch nicht kämpfen müssen. Du hast mich geerdet. Das ist nett. So. Damit neigt sich der Part jetzt ja auch schon langsam dem Ende zu. Sehe ich gerade. Und dann, oh, man gucke sich die Spiel, man, oh, man gucke sich diese grafischen Effekte an. Originalgetreu, jetzt ist er von vorne zu sehen, jetzt von hinten. Jetzt von wieder von hinten, vorne, hinten, vorne, hinten. Seite, 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 vorne, hinten, Seite, vorne, hinten, Seite, okay. Genug gespielt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim übernächsten Mal wieder. Nachdem Kilian wieder gespielt hat, ich bin gespannt, wo er uns diesmal rauslässt. Und vermutlich wird er auch die Arena in Fuxania City meistern. Und wenn nicht, dann mache ich das halt. Wenn man will, dass irgendwas richtig läuft, dann muss man es halt immer selber machen. Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, dann viel Spaß bei der nächsten Folge und wir sehen uns dann beim übernächsten Mal. Macht's gut. Ciao.